Jetzt geht's bei mir hier ums Außenholz. Nehme ich das hier oder ist das zu klobig? Tschalalalala. Das weiß ich gerade noch nie. Aber ich muss es wissen. Von der Größe, es sieht ziemlich groß aus, aber wenn man sich jetzt mal hier unten hinstellt, dann ist es genau richtig von der Größe her. Und da passen auch noch Na, ein wenn du paar das hin. sagst. Naja, du hast schon recht, vielleicht guckst du es dir nochmal an. Hehe. Wenn ich jetzt hier gerade wieder Nee, mal. baue ruhig. No, no. Baue ruhig, das passt schon. Kannst dann immer noch abreißen. Ja. Genau, und dann bauen wir mal hier oben was hin. Diesmal aber die Form fast identisch, nur anders. Habe ich jetzt irgendwo eine Tasse gesehen mit so Aufdruck, Amazon, glaube ich, oder so, steht drauf, na, du kannst das so machen, aber dann ist es halt Kacke. Ja, genau. Dann ist es aber halt Kacke. Das ist eigentlich total toll. Nö, kannst ruhig machen, dann ist es aber Kacke. Ja. Eigentlich ist es lustig. So. Muss ich mir hier was mit dieser Treppe einfallen lassen. Die geht jetzt nämlich falsch. Ich hab's, glaube ich, was mich hier dran stört. Zwar wird das so hier enden. Wird noch schlimm mit uns enden. Es wird noch schlimm mit uns enden, ja. Ich glaube, das ist es. Das ist es. Nee. Doch nie. So. 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 Ja, das ist es. Aha. Leonie. Hey, das habe ich nie gesetzt, ja. So hier, ja, genau, so ist es ganz cool. Zumindest kann man sich das schön reden. Man sich das so hier baut. Da sieht das nämlich nie ganz so klobig aus. Na, das ist doch immerhin mal was. Gegen die Klobigkeit in deutschen Spielzimmern. Ah, okay. Ja. Ich habe gerade gelesen, was. Ja, Ja, was nicht? Ich habe ja. es noch nie überfliegen können. Nee, er war letzter Zeit nie viel da, hat sich entschuldigt dafür. Du brauchst dich dafür nie entschuldigen. Du wirst Doch. schon sehen, was du davon hast. Und. Sehen, was du davon hast. Genau. Ist alles in Ordnung? Geht so. Vielleicht. Und ich kann jetzt nicht aufhören zu blödeln, das ist scheiße. Nee. Irgendwie komme ich da jetzt Könnte gerade nicht schlimmer los. sein. Ja. Oh Mann, nee, es ist alles gut. Man setzt halt seine Prioritäten und wenn du halt nie bei uns viel sein willst, dann ist das. Verstehen wir das? Hm? Total egal No. eben. Mein Gott. Du bist uns doch egal, No. Lani. Genau. Oh Gott, ey. Ist das Wird böse, immer besser. ey. Ja, merk schon. So. Nee, passt schon. Alles schicki. Suchen wir uns halt einen anderen Mod. Genau. Wir hatten das überlegt, dich zu nehmen, aber. Ist das bescheuert, ey? Na, ein bisschen Spaß muss ja sein, ab und zu mal. Bisschen Spaß auf andere Kosten muss auch mal sein, ja. Genau. Geht schon mal. So, hätten wir das ja auch geklärt. Schön. So. Oh. Dann geht es hier weiter, dass ich muss mich Scheiß mir so ein bisschen. Naja, konzentrieren ist echt übertrieben gesagt, aber halt so.
überlegen, was ich hier bastel. Ja, dann hat man immer nur noch Wortkotze, ne? Ja, das ist so ein bisschen... Man wird ja nie jünger, ne? Das außerdem. Sind ja schon ziemlich alte Riffs. Revisen. So, nein! Nein! Jetzt. Schön! Das soll nämlich mal ein bisschen anders. Hallo, Fettkopf. Fettkopf, hey. Wieso lasten er so? Kennst du den? Wer ist denn das? Nee, der war jetzt schon mal da. Ja, das stimmt. Aber ich dachte, du kennst ihn jetzt irgendwie noch. Nee, weil Janni geschrieben hat, dann gehe ich jetzt halt. Okay, alles klar. Okay, tschüss. Na dann. Oh Mann. Wie jetzt, dann gehe ich jetzt halt und hin und her und oh, zum Glück reagiere ich nie so. Du hast aber gerade so reagiert, du hast so geguckt. Uni entscheiden, ne? Ui. Die Jugend von heute kann sich Uni entscheiden. Ja. Nehmt nicht mehr ernst. Das stimmt. Die Juden von heute? Nein, das habe ich nicht gesagt. Oh Mann. Ja, sonst ist mir aufgefallen, dass ja bald schon wieder April ist, ne? Weihnachten ist. Ja, genau. Und dann kommt ja schon bald Pfingsten. Schon wieder ja. Soweit. Okay. Ja. Das ist special. 51 Tage nach Ostersonntag. Das weiß ich, weil ich sowas ausrechnen muss. Tö. Na, das tut mir leid. Nö, das ist total easy. Ich finde das eher interessant, wie das so funktioniert. Da gibt es eine Formel, ich glaube, die Gaußsche Formel hieß die oder so, und da kannst du einen Ostersonntag berechnen und darauf finden sie die meisten Feiertage halt. Ah, ja. Außer Weihnachten, da brauchst du nicht viel rechnen. Selbst Buß- und Bettag ist berechnet. Ja. Der bei uns hier nur ist. Und bei euch nie. Der Bus- und Bettag. Der Bus- und Bettag. So, das ist mir ein bisschen zu krass. Fettkopf, wie geht's dir denn? Hm? Erzähl mal was von dir und deinem Leben. Hast du jetzt Ferien oder? Ich ja nie. Ich hätte auch gern Ferien mal wieder. Oh, ich auch. Will auch Ferien haben. Also gut, ich hatte gerade Urlaub, aber... Na toll. Plus 6 Tage. Bloß. Hätte schon lange gar nicht mehr. Müsste mal wieder. Mal so ein Jahr Urlaub. Kann sich schon mal gönnen. Dann musst du dir mal eine Auszeit ansammeln. Nehmen. Ja. Bezahlen die Frage, natürlich. Wie du dann ums Leben so, ne? Ja. Du musst ja auch essen und trinken meistens. Ja, das wird schon... Nee. So, jetzt habe ich die Treppe hier, die hier runterführt, mal ein bisschen verlegt. Mhm. Dann passt das wenigstens auch in meine Arena. Der hat jetzt 2 Wochen Urlaub, der Herr. Hat auch 2 Wochen Urlaub, okay. Nice. Schnitzeltag. Okay. Schnibbeltag war aber erst. Der war schon, ja. Aber es geht nur um den Schnitzeltag. Geht nur um den Schnitzeltag. Und bei mir im Betrieb ist Schnitzeltag immer Mittwoch. Cool, also immer. Immer, gibt immer Schnitzel am Mittwoch. Geil. Das ist geil. Meistens auch das, was ich dann esse. Naja, würde ich auch machen, glaube ich. Bei mir ist mittwochs immer Nudelsalat mit Bockwursttag, weil es immer Dienstag in dieser Kantine Nudeln gibt und da haben sie immer so viel übrig, dass sie Mittwoch Nudelsalat machen. Und Bockwurst geht eigentlich auch fast immer. Gut, Nudeln gibt's bei uns immer. Na gut, nö. Nein. Mit irgendeiner Soße halt. Ja. Nein. So. Kommt hier mal ein etwas größeres Gerät hin? Ich hätte tatsächlich wieder Lust auf Schnitzel. Morgen ist kein Feiertag mehr. Da könnte man mal wieder einkaufen gehen. Ja.
Eigentlich, ich hätte jetzt eigentlich gerade voll Hunger. Ich hab, mir fällt doch eine, dass ich noch nicht zum Abend gegessen habe. Ich auch nie. Verdammte verstammte Kacke. Doch, passt ja. Nee. Stimmt ja alles, was ich hier mache. Na, echt jetzt? Mal. Bei dir? Er war fies, ich weiß. So. So, Ferien sind doof, Urlaub ist geil. Ich glaube, es liegt daran, was man aus seinen Ferien macht, oder? Also, wenn ich Ferien hätte, ich würde mich irgendwo jetzt bei dem Wetter einfach an irgendein nächstmögliches Gewässer flezen und dort einfach mal die Seele baumeln lassen. Zum Beispiel. Ja, zum Bleistift. Also jetzt gerade finde ich's, kannst du voll viel wieder machen. Es wird wieder endlich, genau. Ja. Anfang der Ferien war ja eher mittelmäßig das Wetter. Letzte Woche, ja, es ging, ja. Aber es war halt O+ gerade. Es war jetzt halt nicht mehr schlimm. Ja, nee, das stimmt. Aber jetzt ist ja wieder geil. Ja. So langsam. That's right. So, hier in die Höhe muss noch eins. Ich habe mir übrigens einen neuen Laptop bestellt, heute. Ah, cool. Und, vorhin. Was für ihn? Ein Acer. Ah. Und bloß einen für 600 Euro. Für 600 Euro. Nö, das geht ja. Ist halt so. So was zum, was man halt so nebenbei, ne? Zum Surfen. Ich brauch's ja nur zum, für Görlitz und für unterwegs mal. Ja, verstehe ich. Und da ist, ja, i5, 8 GB. So. Speicher, 1 Terabyte Festplatte. Daher, dass du GTX, ja das Betriebssystem eh nie runterhaust. Denke ich. Nö. Bei mir ist es ja so, ich würde mir nie wieder Acer holen. Ich habe gerade einen. Aber wenn ich das dann rum habe, die 3 Jahre, sag ich mal, hält ja so ein Laptop auch gut durch. Dann wird es nimmer Acer. Ja. Hm? Hört sich doch gut an. Und Windows 10 halt. Und Windows 10 halt, ja. Das andere wird ja eh nimmer verkauft. So. Nur, dann habe ich mir im Saturn bestellt, den lasse ich ja dorthin liefern. Dann verkackt die Post wenigstens nie mit der Adresse wieder. Ja. Und dann hole ich mir den ab in 2 Tagen oder wann der da ist und alles easy. Cool. Zahlt ist er. Ja. Es pisst bei dir, naja. Ja, man kann es auch nie allen recht machen. Wenn der nie off ist ordentlich, ja. dann gibt es kein schönes Wetter. Das Wetter, ja. Man kann aber auch nie alles abhängig vom Wetter machen. Muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Wenn man wirklich was machen will, dann findet man was. Man kann auch bei schlechtem Wetter wandern gehen oder so. Ja, genau. Ja, aber sich mit Leuten treffen, was weiß ich. Also es gibt da alles Mögliche. Es gibt so viel, was man machen könnte. Dena, zu viel oder zu wenig? Ja, was hat die Seite? Einer zu viel, naja. Ich habe meine Ferien immer gut genutzt. Ich war froh, dass ich Ferien hatte. Ich war auch immer echt froh. Das wurde immer schlimmer, als ich dann Abi gemacht habe. Ja, ja, das ist dann sowieso. Wenn es dann mal wirklich um was geht. Ja. Ich finde alles anders so Pillepalle, wenn man sich das heutzutage mal überlegt. So. Ich finde jetzt, was ich jetzt. Ich kenne eine, die macht halt jetzt auch gerade Realschulabschluss und so. Das ist. Mhm. Klar, du musst halt mal schnell gucken, wie das ging, aber pff, das jetzt nie. War lustig gewesen, ja. Das war eine schöne Zeit. Wenn man sich ein bisschen dahinter hängt, dann passt es. So sehe ich. Wir hatten uns jetzt am Ostersamstag mit unseren Leuten aus der Klasse getroffen. Ah, okay. Aus der Mittelschulklasse. Im Filetto waren wir essen. Ah, cool. Hm. Und lecker, ja, oder? War sehr schön, war sehr lecker. Und müssten wir eigentlich bald mal wieder. Ah, gut, wir haben nächstes Jahr Klassentreffen, passt schon. Ah, okay. Da gehen wir wahrscheinlich ins Gut am See. Oh, das kenne ich nicht. Ist dort in Tauchitz, in diesem alten Schloss. Aha. Ah, okay. Verstehe.